Willkommen, liebe Freunde, zur Sommerurlaubs-Spezial-Sondersendung von Freitalk. Ja, ich hatte mich in den Urlaub abgemeldet, aber ich habe mir auch gedacht, warum sollte ich mich nicht kurz mit einer kleinen Urlaubsgeschichte bei Ihnen zu Wort melden. Die Rockgruppe Karat aus der ehemaligen DDR landete 1978 einen großen Hit. Irgendwann im Frühjahr 1980 hörte Peter Maffay zufällig diesen Song im Radio, welcher ihn sofort begeisterte. Ja, jetzt sehe ich schon wieder die vielen Fragezeichen bei Ihnen über den Köpfen. Was hat der Weltklasse-Hit der Rockgruppe Karat mit der Bahn zu tun? Was hat sich Frank Buttig da wieder ausgedacht? Okay, ich löse. Sie alle haben bestimmt diesen Titel schon mal gehört. Über sieben Brücken musst du gehen. Naja, sieben Brücken sind es bei mir nicht ganz, sondern nur eine. Und über diese Brücke bin ich in meinem Urlaub gestolpert sozusagen. Hier hinter mir ist sie übrigens zu sehen. Die Rendsburger Eisenbahnhochbrücke. Gut, darüber geht man nicht, sondern fährt mit der Bahn. Und da dachte ich mir, prima, passt ja zum Thema. Also stelle ich sie Ihnen einmal ganz kurz vor. Die Rendsburger Eisenbahnhochbrücke wurde zwischen 1911 und 1913 gebaut. Sie überspannt den Nord-Ostsee-Kanal und diese zweigleisige Brücke ist Teil der Eisenbahnstrecke Hamburg-Neumünster-Flensburg-Fredericia. Und damit eine wichtige Schienenverkehrsader nach Skandinavien auf der Jütlandlinie. Ursprünglich wurde der Nord-Ostsee-Kanal, damals noch der Kaiser-Wilhelm-Kanal genannt, durch Drehbrücken überspannt. Im Zuge des Ausbaus des Kanals ab 1907 wurden diese zumeist durch Hochbrücken ersetzt. Die Rendsburger Hochbrücke ist zusammen mit ihren beiden Auffahrtrampen 7,5 Kilometer lang. Die eigentliche Stählener Brückenkonstruktion hat eine Länge von 2486 Metern, wobei die Hauptbrücke bei einer Gesamtlänge von 317 Meter den Kanal mit einer lichten Höhe von 42 Meter und einer Stützweite von 140 Metern überspannt. Die Rampenbrücken stehen auf insgesamt 51 rechteckigen Gerüstpfeilen. Der Bahnhof Rendsburg, der nach Überquerung des Kanals erreicht wird, liegt nur 600 Meter vom Kanalufer entfernt. Aufgrund der Durchfahrtshöhe über den Kanal konnte der Bahnhof Rendsburg nicht auf direkten Wege erreicht werden. Die dafür erforderliche etwa 4,5 Kilometer lange Rampe wurde als streckenverlängernde Rendsburger Schleife um den von ihr umschlossenen und nach ihr benannten Stadtteil Schleife mit einer mittleren Steigung von ca. 12 Promille gebaut. Ein kleines Schauspiel bietet sich den Bahnreisenden auf dem Bahnhof Rendsburg. Wer Richtung Flensburg reisen möchte, sieht seinen Zug schon das erste Mal beim Befahren der Nordrampe, bevor er dann nach einigen Minuten den Bahnhof in der Ebene erreicht. Außerdem trägt die Hochbrücke eine angehängte Schwebefähre für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Zurzeit ist sie allerdings nach einem Unfall noch außer Betrieb. Sie ist auch das Wahrzeichen der Stadt Rendsburg und eines der bedeutendsten Technikdenkmäler in Deutschland. Auch wissenswert, die Brücke war 99 Jahre lang mit einer Länge von 2486 Metern die längste Eisenbahnbrücke in Deutschland. Die Betonung liegt auf war. Und jetzt meine Masterfrage, welche Brücke trägt denn jetzt das Prädikat, längste Eisenbahnbrücke Deutschlands zu sein? Meine Auflösung, es ist die Saale-Elster-Talbrücke der Neubaustrecke Erfurt-Leipzig-Halle.
Sie wurde zwischen 2006 und 2013 gebaut und ist mit 6.465 Metern das längste Brückenbauwerk Deutschlands und die längste Fernbahnbrücke Europas. So, jetzt wissen Sie also Bescheid. Ja, und was mache ich jetzt? Richtig erraten. Ich begebe mich jetzt flugs zum Bahnhof Rendsburg und werde nochmal eine Fahrt mit dieser wunderbaren Aussicht von der Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal genießen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis demnächst auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Und nicht vergessen, ran an die Brücken, ran an die Modellbahn und tschüss.